ein rechtschaffener, gottesfurchtiger Imam und Gelehrter, ein Sultan, der großartige Salahuddin al-Ayyubi, möge Allah ihm gnädig sein und uns mit ihm im Paradies versammelt sein lassen. Um das zu erreichen, liebe Brüder und Schwestern, was er erreicht hat, in erster Linie arbeitete er an sich selbst, bis er die Gottesfurcht und die Rechtschaffenheit erreichte. Die Sorgen der Muslime waren seine Sorgen. Er war stets bemüht, dass sich die Muslime das islamische Wissen aneignen, so dass er sogar anordnete, dass zum jeden Morgengebet ein gewissen Teil aus der Glaubenslehre, dass jeder Gebetsrufer diese auf jede Minarette zitiert. Er war so sehr damit bemüht, liebe Brüder und Schwestern, dass er es nicht schaffte zu pilgern. Nehmt euch das zu Herzen. Er wurde einmal gefragt, warum er nicht lacht. Dann sagte er, ich schäme mich vor Allah Azza wa Jal zu lachen, während die Aqsa-Moschee besetzt wird.